herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Unser heutiges Ziel ist zuallererst mal der Aussichtspunkt. Da hinten. Und dann wollen wir in die Villa gehen, um das Geld abzuholen. Na, genau, das ist so jetzt erstmal das primäre Ziel am Anfang. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Wenn es länger dauert, dann ja, können wir nichts mehr in der Folge machen. Wenn es nicht so lange dauert, dann können wir die Hauptmission ein bisschen weitermachen. Oder wir können auch mal ein paar dieser Attentate aus den Käfigen holen. Was heißt die Käfigen? Aus den Taubenschlägen. So. Wo ist denn der Aussichtspunkt? Das dürfte da hinten sein, dieser hohe Turm da. Da werden wir Spaß haben. Wenn wir darüber müssen. So. Sehr schön. Alter, müssen wir es nicht. Okay. Dann lassen wir uns überraschen. So, das schafft er schon. Heilige Madonna! Was will er damit beweisen? Huch, hallo, meine Freunde. Nee, da geht's anscheinend nicht drum da hinten. Dann müssen wir die andere Richtung gehen. Okay, dann gehen wir halt die andere Richtung. Aber anscheinend müssen wir hier hoch. Nein, doch nicht so. So, schauen wir mal hier hoch. Ob wir hier oben was finden, das wir halt, was ist das da? Da ist eins der Symbole. Was bedeutet es? Es ist doch nicht ohne Grund da. Kannst du dir das genauer ansehen? Hey! Probier's mal mit dem Adlerauge. Aber beeil dich. Hey, das kann nicht sein. Unmöglich. Das ist Computercode. Ich kompiliere. Oh Mist, verschlüsselt. Lade es auf meinen Computer. Ich bin ein Meisterhacker. Ah, geht nicht. Das ist nur mit dem Animus kompatibel. Dann lade sie zu Desmond hoch. Ich kann es nicht glauben. Okay, ja. Gut, das Zeichen habe ich auch so erkannt, aber was ist... Hallo, ich bin... Nenn mich Subjekt 16. Hört zu. Ich habe nicht viel Zeit. Ich muss dir etwas zeigen. Wir wurden die ganze Zeit belogen. Alles, was wir wissen, alles, an das wir zu glauben erzogen wurden, alles falsch. Okay, ich habe die Beweise... Die Datei, die alles hochgeladen, aber in 20 Teile zerlegt, alle mit einem Code geschützt. Ich muss aufpassen, Königin Isabel könnte... nein, nicht sie. Welches Jahrhundert ist es? Egal, ich habe den Code der ersten Datei in diesem Programm versteckt. Puh. Finde sie alle und auf dem Weg zu die Wahrheit finden. Was zur... Wie ist das in unseren Animus gelangt? Oh, der Memory-Kern. Wir transferierten die Daten von 16 von Abstergo zum Animus 2.0. Da muss er sich reingehackt haben, als Widdig ihn zwischen den Sitzungen alleine ließ. Halt, eine Sekunde. Die Zeichen an den Wänden bei Abstergo... Die Blutgeschriebenen. Das waren Hinweise. Er wollte, dass wir sie im Animus suchen. Am Anfang. Datei freigegeben. 5 dieser mystischen Szenen ähneln sich im Kern. Bist du reif genug, es zu erkennen? Ach du Scheiße. Ähneln sich im Kern... Nee, das war... Was ist jetzt das Zoom? Ah, okay. Und der Venus Herkules im Garten der Hesperiden.
Alter, what the fuck? Ich meine, ich sage jetzt mal das da. Das da. Das da. Ich erkläre gleich warum. Das da. Nee, falsch. Sonst noch irgendwie was? Okay, sie sind im... Sie ähneln sich im Kern, Alter. Sie ähneln sich im Kern. Kern. Sind da Äpfel drauf? Äpfel, ja. Ja, bei manchen sind Äpfel drauf. Okay, das hier. Da ist kein Apfel. Da ist Apfel. Da ist ein Apfel drauf. Ist das ein Apfel? Ja, ist ein Apfel. Da ist ein Apfel drauf. Yes, endlich im Kern, Alter. Im Kern. Boah, nicht gut. Passcode gefunden. 24568. Datei freigegeben. Die Wahrheit. Okay. Spielen wir mal ab. Das ist jetzt bloß so ein... Bloß wie die da rüberspringen, oder was? Das ist ja ein Witz. Okay. Geheime Orte. Alter. Was es hier für Sachen gibt in dem Ding hier. In dem Menü. Unfassbar. So, da wollten wir aber gar nicht hin. Okay, da hat irgendwas im Spiel gefunden, was ich noch nicht kannte. Unbekanntes Programm kompiliert. So rum. Hier oben hätten wir dann den Aussichtspunkt, zu dem ich eigentlich wollte. Okay, wir müssen also jetzt 20 solche Dinger finden. Wobei ich nicht sagen kann, ob ich die alle finde. Tschüss. Und der Ausblick ist ja mal richtig geil hier oben. Karte aktualisiert. So. Karte aktualisiert. Und was war das? Rennen brauche ich jetzt nicht. Wir könnten mal einen Auftragsatten. Ja, obwohl, das machen wir dann nächste Folge mal vielleicht. Am besten. Wir gehen nämlich jetzt noch zu diesem Aussichtspunkt da hinten. Um die ganzen Aussichtspunkte hier zu komplettieren. Denn wir werden ja, wow, noch ein bisschen in dieser Stadt sein. Und da wäre es ganz gut, wenn wir die ganzen Aussichtspunkte synchronisiert hätten. Wäre gut, ne? So, wie man Schnellreisen macht, habe ich auch irgendwie noch nicht ganz kapiert, weil es gab ja eigentlich Schnellreisepunkte zu dem, oh, Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Ja, ich wollte nicht nach Hause. Weil ich vor der letzten Folge, das war eine neue Folge, da habe ich eine neue Aufnahmesession gestartet. Habe ich aber, glaube ich, sogar gesagt in der Folge. Davor habe ich mal versucht, zu der Villa zu reisen und mir dieses, mir das ganze Geld offscreen zu holen. Also, damit ihr das nicht sehen braucht, weil es ist ja eigentlich kotzenlangweilig, wenn ihr jetzt seht, wie ich in diese, zu dieser Villa da reise. Jetzt passt mal auf. Was ist das denn eigentlich? Taschendieb. Okay. Ach, die Aufgabe ist sogar nach Montego, ja, irgendwas zu reisen. Okay, wie reise ich jetzt hier hin? Weil ich kann bloß weiter reinzoomen, kann ich nicht. Ja, jetzt habe ich die Karte geschlossen, so eine Scheiße.
kann hier nicht weiter reinzoomen. Ich kann aber auch nicht schnell reisen. Ich kann es markieren, aber ich kann nicht schnell reisen. Ja, das ist scheiße. So, wo war jetzt hier das Stadttor? Das war da hinten. Du kommst mit. So. Reiten wir mal da außen. Außen rum. Halt, das war. Stopp. Das war falsch. Das war die falsche Richtung. So. Das hier dürfte die richtige Richtung sein. Oder? Das ist jetzt schon die richtige. Ja, das ist schon das Richtige. Ja, zur Villa reisen akzeptieren wir. Denn das wollen wir. Wir wollen unser Geld. Natürlich. Wir kommen jetzt, um unser Geld zu holen. Wie diese Mafia-Typen. Immer kommen. Zu ihren... Ja. Ich habe kein Wort dafür. Diener, Untertanen, sonst irgendwas. Ich hab dich doch gar nicht beirrt. So. Müssen wir bloß noch hier hoch. Dahinter. Da rein. Nicht zu verwechseln mit Bar rein. Upp. So. Da ist eine Truhe. So. 987 Florin genommen. Buongiorno. Salute, Sir Ezio. Sollen wir uns die Liste anschauen? Ja, sollen wir. So. Kunsthändler Bank. Steigert den Wert der Stadt enorm. Schmied. Ich brauche erstmal Schmied. Steigert den 10% Rabatt. 7000 Florin. Wir renovieren den jetzt mal. Hier ein bisschen. Ding muss ja sein. Bank. Renovierung übersteigt den Wert der Stadt. Wisst ihr was? Dann für 1500 renovieren wir das Ding jetzt nochmal. Hotel. Minen. Kirche. Also wir haben noch ein bisschen was. Diebesgilde, Brunnen. Kunsthändler. Mhm. Buon viaggio! Ja, ja, bitte sehr. Plus 6750, okay. Okay. Ezio! Haha! Komm rein, komm rein! Ich wurde von Il Magnifico aus Florenz geschickt, um mich um unerledigte Dinge zu kümmern. Ich suche nach Jacopo de Pazzi. Ha! Wer tut das nicht? Wir suchen schon seit Tagen. Dann hilft uns vielleicht, was ich bei mir habe. Eine Liste der Mitverschwörer. Einer von denen wird sprechen, bevor er stirbt. Exzellent. Diese Männer haben sicher nicht die Möglichkeit von Jacopo. Dann sind sie auch leichter zu finden. Ich setze sofort meine Späher darauf an. Ich danke euch für die Hilfe, Onkel. Und ich habe noch etwas für euch. Weitere Kodexseiten. Ah, mal sehen, was wir lernen können. Was ist das? Welcher Prophet? Was habt ihr gefunden, Onkel? Nur noch ein Geheimnis. Der Text, grob übersetzt, bedeutet, nur der Prophet kann sie öffnen. Außerdem gibt es Hinweise auf zwei Edensplitter. Aber die Seiten geben keine Antwort, Neffe. Jedenfalls nicht alleine. Du musst noch mehr finden. Dann müssen wir abwarten, Onkel. Ich habe eine Mission zu erledigen. Wie du willst. Also, wenn du diese Bastarde bezwingen willst, muss ich dir aber noch etwas beibringen. Triff mich auf dem Übungsfeld. Okay, Mario auf dem Übungsfeld treffen. Um zu trainieren. Und jetzt mal weggelassen. Ist wurscht. Na gut, Ezio. Du beherrschst Konterangriffe. Aber was, wenn dein Gegner das auch kann? Normalerweise gebe ich ihnen keine Gelegenheit. Harte Worte bieten wenig Schutz gegen Templerstahl.
Dann bitte, Maestro. Bringt mir bei, was ich tun muss. Ausweichen! Was? Entschuldigung. Genieß die Fahrt in die Hölle. Bene, bene. Jetzt noch einmal. Viel besser. Ein letztes Mal noch. Bravo. Jo. Haben wir fertig. Was drückt man? Ziel zu erfassen, ja. Was muss ich jetzt machen? Drückt durch... Ach, Entwaffnung. Das möchte ich nochmal sehen. Ah, okay, entwaffnen. Na, Entschuldigung. Ich wollte ihn entwaffnen. So, jetzt halt. Nur noch einmal, Ezio. Na, ich will ihn ja nicht schlagen. Ich will ihn ja entwaffnen. Magnifico! Und wieder hast du meine Erwartungen erfüllt. Signore, wir haben Jacopos Männer gefunden und warten auf euren Angriffsbefehl. Sag den Männern, keiner rührt sich, bis sie mit Ezio gesprochen haben. Verstanden? So sei es. Geh, Ezio. Besuche meine Söldner im Hinterland. Schau, ob Jacopos Lakaien dich zu ihm führen. Aber sei vorsichtig. Sie erwarten dich sicher. So, plus 1000 F haben wir wieder. Haben wir wieder. Fähigkeit Ausweichschritt erlernt, ja. Wir müssen aber jetzt mal ganz schnell noch in die Stadt hier runter. Wenn man das hier Stadt nennen kann. Hat sich hier irgendwas getan? So, wir müssen irgendwas reparieren. Alles reparieren. Ja, reparieren wir mal schnell alles. 81 F da. Können wir investieren? Armschutz, Leder, Helm. Okay, Widerstand, Gesundheit. Hab ich nicht genug, geil, scheiße. Schulterteile, Helmschmied. Die könnten wir uns doch mal gönnen. Ich meine, die bringen recht viel. Und Armschützer, also Lederarmschützer könnten wir auch mal kaufen. So, dann haben wir das ganze Geld jetzt erstmal wieder verballert. Das sind echt kleine Waffen. Okay, Messer. Hä? Ach so, das hat mir das dann schon abgezogen. Ich dachte jetzt, der hätte mir die Lederarmschützer nicht abgezogen. Okay, wir brauchen doch noch das. Die. Okay, die drei. Aber, boah. Oh, das Ding ist teuer. Na ja, gut. Müssen wir schauen. Was haben wir denn Waffen so da? Kann ich mal sehen, was ich für eine Waffe habe? Verzeiht, ich hätte nicht gedacht, dass ihr genug Geld habt. Kann ich gucken, was ich für ein Schwert habe? Normales Schwert. Okay, 1, 2 und 2. Mhm. Aha, feuchte Doppelklinge. Kleines Gifttäschchen. Giftklinge dieser Verbesserung. Das ist ein Gegner zu vergiften. Okay. Kann ich die auch extra irgendwie auswählen? Ah, die Giftklinge kann ich. Ah, okay, die kann ich auswählen. Ich bleibe mal lieber bei der Doppelklinge. Und. Ja, wir verbleiben so. Wir machen das nächste Mal die Mission weiter. Dann sehen wir uns schon beim nächsten Mal. Bis dann.